Wenn du im Texteditor ein HTML-Dokument schreibst und du machst das mit dem Emmet-Plugin, das heisst, du schreibst das Ausrufezeichen und du hast es mit der Tabulator-Taste vervollständigen, dann kommst du so einen fixfertigen Baustein über. Das oberste ist der Dokumententyp, dann kommt der HTML-Tag und da drin sind der HTML-Head mit der unsichtbaren Information und der Body mit dem, was nachher im Browser gerendert wird. Und jetzt hat es im Head schon drei Ziele drin. Und zwei davon sind relativ einfach verständlich. Die vierte Ziele ist der Zeichensatz, der soll zum Einsatz kommen, damit alles korrekt gerendert wird. Und auf Ziele 6 kann man im Dokument einen Titel geben. Das ist wichtig für Suchmaschinen. Aber auf Ziele 5 gibt es den Viewport Meta Tag. Und der ist lang und schwierig, sich den zu merken. Und es ist wahrscheinlich auch nicht auf Anhieb klar, was der macht. Und das werde ich jetzt schnell zeigen. Weil eigentlich ist er total wichtig und es ist gut, dass der da drinnen steht. Damit man sieht, was der macht, tue ich jetzt zuerst ein bisschen Inhalt hier rein. Ein bisschen Text. Ich speichere das ab, mache hier einen Reload. Und die Grundgröße von Text im Browser ist 16 Pixel, die Titel werden ein bisschen grösser dargestellt. Das ist gut lesbar. Und was der Viewport Meta Tag macht, sieht man, wenn man umstellt auf einen Smartphone-Screen. Das kann man machen mit den Developer Tools. Da hat es den Knopf mit einem Smartphone und einem iPad-Icon. Und wenn ich da drauf tippe, mache das ein bisschen kleiner, dann komme ich hier einen simulierten Smartphone-Screen über. Bei mir ist eingestellt, dass es der iPhone 678 ist. 375x667 Pixel. Und das geht hier gerade ungefähr auf den Bildschirm. Jetzt gehe ich zurück in den Texteditor auf Ziele 6. Und lösche den Viewport-Meta-Tag und das abspeichern. Jetzt ist der Text im Browser viel kleiner geworden. Der Grund für das ist ein historischer. Von 2004, das erste iPhone rausgekommen ist, war noch keine einzige Webseite darauf vorbereitet gewesen, um auf so einem kleinen Bildschirm dargestellt zu werden. Und das ist der Designer bei Apple völlig klar gewesen. Und darum hat man entschieden, dass Smartphones so eingestellt werden, also dass der Browser vom iPhone so eingestellt wird, dass er Webseiten verkleinert anzeigen. Also der Standardwert für Webdesigner damals war so 900 bis 1000 Pixel gewesen. Mit dem sind Webseiten auf den meisten Desktop-Bildschirmen oder auf den meisten Laptop-Bildschirmen gut dargestellt worden. Und die meisten Webseiten sind so eingestellt gewesen. Und wenn man so eine Webseite auf dem Smartphone 1:1 gerendert hätte, dann wäre immer 2/3 vom Bild wäre abgeschnitten gewesen auf der rechten Seite. Und darum hat man den iOS-Browser so programmiert, dass er jede Webseite verkleinert, so dass es auf diesen 320 Pixel, wo die normale Breite damals war auf dem iPhone, dass die Webseiten dort vollständig sichtbar sind. Und so haben die Leute mit dem iPhone immer die ganze Webseite gesehen. Und natürlich sind die Textgrössen viel zu klein gewesen und man musste dann mit zwei Fingern zoomen, um bestimmte Details zu lesen. Die Situation kennst du wahrscheinlich und es gibt auch heute noch so Webseiten. Mittlerweile sind aber die meisten Webseiten optimiert und können gut auf Smartphone-Bildschirmen dargestellt werden. Und darum braucht es ein Element, das verhindert, dass so Webseiten verkleinert dargestellt werden. Und das ist der Viewport Meta Tag. Wenn ich zurück in den Texteditor gehe und das rückgängig mache und abspeichere, dann sehen wir, dass der Text auf dem Smartphone-Bildschirm wieder 1:1 dargestellt wird. Also der Viewport Meta Tag, das ist eine Erfindung von Apple,
das extrem schnell von allen Browserherstellern aufgegriffen worden ist. Und mittlerweile ist es ein Standard. Und darum wird der von Emmet, wenn du ein Ausrufezeichen schreibst und das vervollständigst, automatisch reingeschrieben.